Handy weg, Daten weg. Auf dem PC zu Hause ein Virenangriff und nichts mehr funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ja, Virenschutzprogramme, Programme gegen Datendiebstahl haben immer mehr Saison aus dem einfachen Grund, weil Kriminelle im Internet unterwegs sind oder sogenannte Scherzbolde. Und Robert Distel, was kann man da jetzt dagegen tun? Ja, man unterschätzt das ein bisschen. Am Laptop bzw. am PC zu Hause hat es sich ja schon eingebürgert. Da achten die Leute schon drauf, dass man sicher ist. Also zumindest ein kostenloses Antivirenprogramm ist, sag ich mal, ist ja zum Beispiel bei Windows von Haus aus dabei? Zum Beispiel, ja. Also das ist schon in Fleisch und Blut übergegangen. Aber dieser smarte Begleiter hier, der wird vergessen. Obwohl wir darauf mitunter sogar mehr persönliche Daten lagern als auf dem Laptop, weil die Kamera mit an Bord ist und immer verwendet wird. Der Hersteller ESET ist sich dessen anscheinend bewusst und hat ein sehr interessantes Paket herausgebracht. Bei ESET ist alles in einem. Also man kauft eine kleine Karte, das ist im Prinzip alles, was man bekommt. Und damit kann man mehrere Geräte schützen und auch mehrere Benutzer. Also es gibt verschiedenste Lizenzierungsvarianten. Und das Interessante ist halt, wie gesagt, nicht wie bei anderen Produkten, da kaufe ich eins, das ist dann für drei Windows-PCs. Genau. Und hier kann man das mischen, ein Windows-PC, ein Linux-PC, ein Android-Smartphone, ein Windows-Phone vermutlich. Alles, richtig, genau. Sogar, kann ich mischen. Sogar für Mac gäbe es eine Security-Suite. Aber das Interessante ist halt, wie gesagt, wir werden uns jetzt mal hauptsächlich um Android kümmern, weil Android halt mit 50 Milliarden heruntergeladenen Apps eine riesengroße Angriffsfläche bietet für Schadsoftware. Robert Distel, damit wir uns so richtig fürchten können, geben Sie uns ein Beispiel für das, was passieren kann, wenn man Smartphone oder Computer nicht schützt. Ja, beispielsweise Smartphone. Also es ist nichts schneller passiert, als sich da eine mit Schadsoftware behaftete Software herunterzuladen. Wir gehen ganz normal in unseren App Store und laden uns, sagen wir mal, eine kostenlose Taschenlampen-App runter, weil das ist recht praktisch, die LED kann als Taschenlampe verwendet werden und erwischen da zufällig eine von einem nicht so vertrauenswürdigen Hersteller. Es kommt eine kurze Abfrage mit einer Liste an Berechtigungen, die eine App haben will. Man klickt einfach weiter. Liest sich kein Mensch durch. Man drückt auf Akzeptieren, ist ja schnell geschehen und ab dem Zeitpunkt ist es an sich schon vorbei. Also ab dem Zeitpunkt kann es passieren, dass kostenpflichtige Mehrwert-SMS-Dienste im Hintergrund genutzt werden, ohne dass man was davon mitbekommt. Daten werden ausgespäht, Fotos, Videos, auch die Kontakte, E-Mails, alles. Menschen werden belästigt, wo man dann sozusagen als Absender fungiert und das Problem hat zu beweisen, dass man es gar nicht war. Ja, das alles gibt es und davor schützt diese Software. Genau. Was besonders lästig ist, ist einen Laptop, ein Smartphone irgendwo zu vergessen oder es wird einem gestohlen. Alle Daten sind drauf. Wo ist das Gerät? Gibt es dafür auch eine Lösung? ESET hat neben der normalen Schutzfunktion, also Virenschutz, SMS und Anruffilter gibt es zum Beispiel auch, dass man ungewollte Anrufe und SMS blockiert. Okay. Gibt es eine sehr interessante Möglichkeit, das ist die sogenannte Anti-Theft-Funktion, also Diebstahlschutz. Und es läuft im Großen und Ganzen so ab. Man sichert das Handy mit vertrauenswürdigen Nummern, das heißt man sagt, ich habe ein zweites Handy, meine Frau, mein Kind, mein Sohn, wer auch immer. Die Telefonnummer wird angegeben, das Handy wird mit Passwort geschützt und wenn man feststellt, dass das Handy gestohlen worden ist, reicht eine SMS mit Passwort und den zu unternehmenden Maßnahmen. Die sehen so aus, entweder nur sperren, das Handy löschen oder sperren und Alarm ausgeben. Mhm. Und aktiv zur Wiederauffindung trägt bei, dass man das Handy orten kann bei GPS. Man kann die Kamera anzapfen, also man kann sich anschauen, wer das Handy in der Hand hat. Man kann das Mikrofon überwachen. Das heißt, man selbst ist dann quasi direkt in dem Handy und bekommt alles mit. Und das Interessante an dieser Sache ist, es geht nicht um eine Geräteklasse. Man kann das mischen und es hat fortgeschrittene Funktionen, die es dann auch leicht machen sollen, ein verloren gegangenes oder gestohlenes Gerät wieder zu finden. Und das alles zu einem, wie ich annehme, erträglichen Preis? Also wir befinden uns da für 3 bis 5 Lizenzen im Bereich von 30 bis 40 Euro. Also für wie viele Jahre gilt das dann? Das sind jeweils Einjahreslizenzen. Wer immer schon das Pech hatte, einmal einen Virenangriff auf seinem Laptop zu haben und Stunden damit zuzubringen, das Ding wieder zum Laufen zu bringen. Wer feststellen musste, hoppala, ich habe mein Handy wo liegen gelassen, aber wo ist es? Wem das einmal passiert ist, der denkt sich dann meistens, hätte ich es doch gemacht. Robert Distel, herzlichen Dank. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zusehen und auf Wiedersehen bei Zukunft im Alltag.